Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Da bin ich endlich mal wieder. Ich bin mal wieder aufgetaucht. Hallo Zylo. Hallo Freestyle. Hallo anderen Lurker, die auch schon da sind. Hallo Becky. Das funktioniert ja sehr gut, Bot. Hallo Freestyle, auch dir einen schönen guten Abend. Vielen Dank für den Resub. 11 Monate schon. Ja, hab ich wieder sehr gut gemacht. Bot funktioniert wieder. Sehr gut. So wie immer. Ja, ich hab das an mich ja auch, an sich ja auch schon verbisst. Und jetzt bin ich endlich mal wieder da. Direkt voll aus, dass du ja direkt erstmal wieder alles kaputt machen, ne? Muss ich im Nachhinein halt nachgucken, warum das nicht funktioniert. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Dann macht der Bot jetzt halt nur komische Nachrichten, die nicht so ganz passig sind. Ersetzt da halt die Sachen. Hier ist es okay. Ja. Ist schon ein bisschen ungewohnt, jetzt einfach wieder hier zu sein. Es verfliegt bestimmt gleich schon wieder. Wenn ich dann gleich erstmal in dem Spiel bin und das mich dann ärgert. Und dann sehen wir mal. Wird schon schief gehen. Muss da jetzt auch wieder ein bisschen reinkommen. Ich hab ja den Run für den Marathon bei Speed Gaming Deutsch submitted. Und wenn ich dann da reinkomme, dann muss ich da ja auch wieder drin sein, nicht wahr? Also warum nicht jetzt schon mal anfangen? Und dann ärgert ihr mich wieder. Ja, genau. So wie immer, ne? Ach ja. Mal gucken, was das jetzt auch wird. Ich wirklich viel gespielt habe ich das ja auch nicht, außer jetzt die letzten paar Tage, um da meinen Tracker dafür die IL-Zeiten wieder fertig zu machen und so, dass der jetzt auch für andere Runs funktionieren würde. Aber ansonsten habe ich auch ja selber bei mir von Celeste nicht sehr viel gesehen. Mal sehen, was das dann so wird. Zumindest war es, als ich da den Tracker ausprobiert habe, war das nicht total furchtbar. Also wird das schon irgendwie funktionieren. Ja, würde ich doch sagen, wir fangen einfach mal an und lassen uns überraschen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Genau, einfach zu alten Gewohnheiten zurück. Huh. Wäre ich fast noch runtergefallen schon. Sehr gut. Bisschen knapp gesprungen, aber hey. Alles gut. Wie gesagt, wird schon schief gehen. Und wenn, dann richtig. Ups. Ha, ich bin nicht gestorben. Ja, das Emote, das hat jemand anders aus der Celeste-Community gemacht. Ist halt so ein Herz im Style von diesen Dream-Blöcken. Und das musste ich natürlich haben.
Danke, Freestyle. Dir auch, danke, Becky. Und ja, ist schon echt ein schönes Herz. Finde ich auch. Na, geht doch. Die Ecke wollte mich nicht springen lassen. Ja, auf jeden Fall. Die Musik kann man sich auch immer und immer wieder anhören, nicht wahr? Danke. Habe ich eigentlich eben noch am Anfang schon Danke für den Host gesagt, Becky? Wenn nicht, dann Danke für den Host. Doch dir Danke für den Host, Zeilo. Genau, fallen wir am besten noch unter dem Block, dass wir zerquetscht werden. Das wäre da, glaube ich, schon fast so passiert gerade. Sehr gut. Aber nur fast. Safe. Also eigentlich wollte ich da schon früher hoch, aber okay. Ups. Na, ah, die Sprungfeder erwischt, verdammt. Wer hat die da auch hingebaut? Finde ich nicht in Ordnung. Aber doch, war doch trotzdem nicht schlecht. Aber jetzt fängt sie auch erst an, schwierig zu werden, nicht wahr? Ach, es muss ja, na. Auf jeden Fall wieder so, dass ich jetzt wieder da habe. Ich bin ein bisschen weit nach rechts gefallen. Den Dash-Kristall wollte ich einfach nicht haben. Der war langweilig. Meine Nase juckt, das ist sehr schlecht. Okay. Zum Glück musste ich ja hier eh kurz warten. Das war fast ein bisschen sehr nah über den Dust Bunny drüber. Aber nur fast.
Ja, ich will einfach mal viel zu weit von der Wand weg nach oben. Das will einfach mit mir in der Luft hängen. Und nicht weiter rumspringen. Huch. Oh Gott. Hey Flash, thanks for the raid. And hey all from Flash's stream. Hey Granby, thanks. Okay. Das war auch gerade irgendwie ein bisschen seltsam, aber alles gut gegangen. Ups. Hey Flash. Sehr schön, first try. I will not answer that question, no. Mein Goldsplit-Sound ist auch noch nicht wieder da. Muss ich auch das nächste Mal dann gucken. Warum ist da überhaupt ein Goldsplit? Ich habe das doch so lange nicht gespielt. Geht ja mal gar nicht. Ich kann's anscheinend doch noch. Ja, bis jetzt ist das doch noch ganz ordentlich, ne? Ja, vergleicht halt gegen Durchschnitt, aber trotzdem. Bin ich halt jetzt gerade drunter. See ya, Flash. Have fun with the real life climbing. Ich auch, Zylo, ich auch. Wie gesagt, das bisschen rumgedörper, als ich den Tracker ausprobiert habe, das sah da noch nicht so gut aus. Da sah das doch schon noch ein bisschen furchtbarer aus, aber hey. Pass auf, am Ende wird das hier direkt noch eine BB oder so. Irgendwie wäre das lustig. Ah, aber nicht so.
Ja genau, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt kann das eh nicht mehr passieren, nicht wahr? Ja, irgendwann muss man halt pipien, also warum nicht direkt am Anfang, ne? Haben wir es hinter uns. Genau, dann ist der Druck weg. Jetzt ist ja eh schon kein Druck da, weil es ja eh so der erste Run überhaupt mal wieder ist. Huh? Geh da hoch. So habe ich den Raum definitiv auch nicht gemacht. Muss ich gerade auf den Schneeball warten. Huh? Geh da mit. Schneebälle sind furchtbar. Eindeutig. Das war fast eine ILPB, wa? Oh Gott. War meine ILPB nicht besser? Scheint ja nicht. Okay. Das waren jetzt 4/10 nur weg, ne? Ha. Huh. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur vertippt. Weiß ich nicht. Ich kann ja jetzt nicht aufs Leaderboard schauen, aber das ist ja... Das wird schon passen. Bin ich halt doch so gut. Ja doch, geh mal, wenn ich jetzt mal in meine Split schaue, der, ich bin auch ein bisschen Zeit zu meinem Durchschnitt auf jeden Fall gut gemacht. Ne? Was ist denn hier los? Einfach nicht gedasht. Einfach erstmal nur da runtergesprungen. Ich wollte sagen, schon, wir müssen schon da hoch. Aber bei dem, als ich so schnell gewesen bin, habe ich mir den Kopf da gestoßen. Deswegen bin ich. War ich weiter unten, als ich wollte. Das kann ich auch immer noch, offensichtlich. Sehr gut. Ups. In die Wand wollte ich nicht dashen. Spät nach unten gedasht. Als ich gar nicht mehr gedasht bin, sondern schon tot war.
Ah, der hat nicht getroffen. Verdammt. Nein. Puh. Blödes Mistvieh. Ja, ich sag ja, dass man nach dir gesucht hat, Max. Und hey, schönen guten Abend dir. Nee, der Ton sollte eigentlich so sein wie sonst auch. Ich habe zumindest nicht wirklich was geändert. Glaube ich. Ah. Geh weg, aus. Danke. Theo ist nicht in den nächsten Screen geflogen. Ich will auf den Knopf springen, nicht an die Seite. Ich bin nicht auf dem Boden gelandet. Oh, was mache ich denn da? Das war ja mal sowas von improvisiert. Das Ende von dem Tempel war interessant. Es war interessant. Es hätte aber um einiges schlimmer sein können, also von daher. Meinst du denn den ganzen Ton oder meinst du nur mich? Mark. Wäre zumindest möglich, dass das Spiel ein kleines bisschen lauter ist als sonst. Aber ich sollte eigentlich nicht lauter sein. Ich war da von dem, was mir OBS angezeigt hat, doch schon immer sehr nah an der Grenze zu dem, wie laut ich sein sollte. Verdammt. Jetzt war ich auch noch zu schnell und bin in die Stacheln geflogen. Sehr gut. Das wäre natürlich auch möglich. Keine Ahnung. Also wirklich viel sollte sich, wenn überhaupt, nicht verändert haben.
Da war ich ein bisschen hoch an dem Bumper dran. Machen wir das doch von der Seite einfach. Das geht doch besser. Schon gegen den Block gehen. Wir wollen noch das schöne Kevin-Block-Geräusch hören. Ich wusste, dass du den Command benutzt. Deswegen habe ich das nämlich auch genauso gesagt. Vielleicht ein bisschen. Die Flugbahn war sehr unschön. Ich bin halt genau auf die Linie von dem Laser zugeflogen. Was man vielleicht nicht sollte, wenn man weiß, dass da so ein Laser dann angeschossen kommt, ne? Das ist ja gar nicht mehr lang. Das glaube ich dir sofort, dass du dich darüber freust. Ich war sehr langsam. Schon besser. Okay. Das war doch auch ganz ordentlich, würde ich mal behaupten. Zwischendurch war es ein bisschen holprig, aber so insgesamt kann man machen. Ist ja dann wieder ein bisschen. Hast ja dann wieder auch so ein bisschen Zeit mit ihm, ne?
Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Abend dir. Das war fast ein bisschen nicht hoch genug. Okay. Vielen Dank dir auch für den Resub, Alex. Immer noch Tier 3. Und schon auch 10 Monate am Stück. Vielen, vielen Dank dafür. Ignoriere den Bot einfach, der kann das im Moment nicht richtig. Warum? Der Raum ist doof. Was mache ich denn da? Ich kann nicht mehr vernünftig Dreamhypern. So die meiste Zeit. Machen wir den Raum halt so. Ich brauche erstmal neue Emotes, ne? Ich glaube, einen dritten Slot habe ich selber auch noch gar nicht. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Sehr gut. Ich müsste ja einfach mal nachgucken, ob ich einen dritten jetzt hatte oder nicht. Zwei Slots habe ich, das weiß ich. Deswegen ist das andere Emote auch schon Tier 1 im Moment. Ich glaube schon so ein bisschen, nicht wahr, Alex? Okay, ich dachte erst, ich wäre ein bisschen langsam am Anfang von dem Raum gewesen, damit das klappt, aber hey. Hat geklappt. Oh. Oh, haben wir die Erdbeere nicht bis zum Ende von dem Abschnitt mitgenommen? Wollte jetzt schon eingesammelt werden. Oh. Das war auch ein bisschen holprig. Mmh.
Ich muss dran denken, wenn das nicht klappt, dass ich durch die Lücke durchkomme, dass ich meine Hand von der Leertaste nehme, weil ich sonst runterrutsche. Hallo, hey ho, da ist auch schon keine PB mehr drin, also von daher. Aber hey. Wunderschönen guten Abend dir. Doch, es gibt mit Demo-Dashes, dass es einfacher wird. Ist ja jetzt nicht so das Besonderste. Ach. Fallen mir erstmal ein Kram vorbei, dass ich fast wieder ganz runterfalle. Ich dachte erst, ich wäre Flieger mit dem Kristall drüber und hab aufgegeben. Ups. Da habe ich ihn doch eingesammelt und bis ich reagiert habe, war es schon zu spät. Ups. Aber nicht so schlimm, war ja direkt an der Flagge. Ah, ich muss das schon berühren. Sehr gut. Der sollte eigentlich nur gerade nach oben gehen, aber der wollte wohl nicht gerade sein. Tada! Ich
Würde auch sagen, das war ganz in Ordnung, ne? Ah, das hast du schon bald wieder drin, Alex. Ich bin nur 27 Mal gestorben. Funktionieren die Knöpfe? Naja, war halt nicht mal eine Minute bei meiner PB auch insgesamt. Ne? Das ist besser gelaufen, als ich für den ersten Run heute erwartet habe. Ich guck mal, ich war zwischendurch sogar vor meiner PB. War nicht lange, aber hey, das ist okay. Ist auf jeden Fall besser, um einiges besser gelaufen, als ich erwartet habe. Es ist auch ein sehr schönes Spiel. Wenn man es casual spielt und als Speedrun auch, auf jeden Fall. Da ja bald jetzt sogar noch ein neues Kapitel rauskommt, wird das nochmal toller. Ich bin in 3 Kapiteln nicht gestorben. Und im Restaurant, im Tempel auch nur 1 oder 2 Mal. Aber das ist alles noch voll in Ordnung. Und dann, ja, dann ist halt wieder ein bisschen Unsinn passiert. Aber hey. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann versuchen wir das doch einfach nochmal. Ah ja, das spielt, also Celeste lohnt sich auf jeden Fall. Einfach alleine schon für das Gameplay, dann auch für die Musik, für das ganze Sounddesign, auch für die Story. Es passt halt einfach alles zusammen. Für alles, genau. Das war ja, ich wollte sagen, das war zu früh gedasht. Sehr gut. Ah, nicht mehr unter 1,10 gewesen. Geht ja mal gar nicht. Nee, geht wohl, sieht man ja. Sieht man ja, dass das geht.
Wo war mein Dash? Ich bin ein bisschen früh gesprungen, wa? Nicht schon wieder. Wieder gesaved. Furchtbar. Ich will ja nicht wieder zu dem Block zurück. Ich will schon direkt eigentlich oben drüber. Ups. Wieder da runtergefallen. Aha. So viele Ecken, an denen man hängen bleiben kann. Furchtbar. Er hat sich nur Ecken ausgedacht. Warum sind die nicht alle schön rund, dass man da einfach drüber gleitet? Das wäre viel praktischer. Eindeutig. Oh Gott. Danke. Was war das denn? Unsinn war das. Hey Relvoy, thanks for the good luck. Na dann. Macht das die Sache natürlich einfacher. Ja, Flash schreibt aber auch immer in Englisch weiter, ne? Das ist ja dann was anderes. Ich wusste bei Relvoy noch gar nicht mal, dass er überhaupt Deutsch kann. Das ist ja auch noch die Sache. Ich hab dich, glaube ich, noch nie Deutsch schreiben sehen. Irgendwo. Ja. Deswegen einfach, weil ich dich halt vorher noch nie Deutsch schreiben gesehen habe, deswegen habe ich am Anfang jetzt halt erst auf Englisch geredet.
Wenn ich nicht bis ganz da oben hinkomme, sollte ich mich vielleicht an der Kante festhalten und nicht einfach stur runterfallen. Ich glaube, das wird helfen. Also das habe ich bis jetzt noch nie gehört. Glaube ich. Verdammt. Ein bisschen weit gesprungen, ne? Ich mag die Sprungfeder nicht. Die ist nie da, wo ich sie haben möchte. Wow. Den guten Run hatte ich heute schon, aber jetzt mache ich wieder nur noch mehr Unsinn. Pass auf. Etwas mehr als 2 Monate? War schon so ein bisschen. Ja, viel zu lange. Ja, ich bin halt schon so ein bisschen verschwunden am Anfang erst, ne? Schön war das nicht. Warum resette ich nicht einfach? So lange, wie ich da jetzt gebraucht habe, mal hochzukommen. Wäre ein Retry, glaube ich, schneller gewesen. Aber egal. Ja, jetzt bin ich wieder da. Hoffentlich schnell dann auch wieder einigermaßen regelmäßig. Ja, ich habe für jeden Checkpoint einen Splitter. Mit Subsplits konnte ich mich nie selber richtig anfreunden, deswegen sind das alles ganz normale Splits.
So ähnlich, nur dass ich nicht in den Schneeball reinfliege. Das wäre gut gewesen. Huch, ich habe den Schneeball nicht getroffen. Da wollte ich überhaupt nicht hin, aber okay. Ah! Ja, das ist natürlich auch richtig. Wenn man mehr Splitter, kann man da mehr Notes so gesehen drin verstecken. Meine Rayman Legends Splits, da stand ja auch immer drin, welche Teens ich brauche. Und ich habe es am Ende trotzdem immer verkackt und irgendwo habe ich einen vergessen und habe das erst gemerkt, als es zu spät war. Kam ja doch oft genug vor. Hallo Sur, schönen guten Abend. Danke dir und auch danke für den Host. Es ist, in den Splits steht dann zwar schön, wo du was brauchst, aber nach ein paar Runs guckst du halt auch nicht mehr dauernd dahin, weil du ja eigentlich weißt, wo das sein sollte. Und dann, ja... Mit mal fehlt dann was. Und man braucht aber eine bestimmte Anzahl, um weiterzukommen. Und dann ist das sehr unpraktisch. Auch dir danke für den Host, Alex. Ich habe meine Sub-Emotes auch bei FrankerFaceZ hochgeladen, deswegen kannst du die hier auch benutzen, ohne gesubbt zu haben. Ja, ich habe das für beides drin. Ach was, machen ja nicht wirklich viele Leute, ne? Deswegen... Ich habe mir die Idee ja auch nur bei jemand anderem geklaut, huh? Die habe ich mir ja bei dem guten Peking-Boo geklaut, er macht das mit seinen Sub-Emotes ja auch. Wieder First Try. Ja, Peking-Boo. Sonst habe ich auch noch niemanden gesehen, der das gemacht hat, aber ich mag die Idee halt, deswegen mache ich das auch. Ich heiße jetzt Dan, genau. Jetzt heiße ich Dan. Dan, der Meister des Bubble-Double-Skips, genau. Genau so rum. Nicht andersrum. Dann kenne ich den Stream aber auf jeden Fall nicht. Oder ich weiß es nicht. Lass mich da wieder hoch. Ich wollte gar nicht da runter. Ich glaube, ich weiß sogar, welche du meinst, du. Kenne ich den Stream aber auch nur von den Emotes, aber Name ja, der habe ich jetzt auch so überhaupt nicht. Huhu, Clone, schönen guten Abend.
Lyric ist doch kein Deutscher. Silo, please. Weil Leute mir irgendwann so sehr damit auf die Nerven gegangen sind, dass ich es einfach weggemacht habe. Deswegen. Da war sehr, sehr viel davon da und irgendwann war mir das zu viel. Naja, passiert ja nicht wirklich viel. Wenn ihr den benutzt, dann kommt die Nachricht halt nicht an. Ist ja alles. Danke. Für das Glück. Muss ich wohl doch meinen Bot machen lassen, dass der anderen sagen kann, was man falsch gemacht hat. Hey, diesmal First Try. Lake Skip. Sehr gut. Na, das Emote habe ich nicht gebannt. Das habe ich halt nur nie hinzugefügt, ne? Das einzige Emote außer den ganzen Kappert, was ich noch weg habe, ist das Haha-Emote von Better Twitch TV. Das finde ich auch furchtbar. Nee. Es ist nicht super. Ich habe das schon bei anderen Streamern oft genug gesehen und es ist einfach, ich finde das einfach furchtbar. Sag ich ja. Eigentlich wollte ich noch einmal mehr über das Wasser springen, aber okay. Fühlte sich doch gerade irgendwie komisch an. Ich bin einfach schon früher versunken. Ich glaube, das Haar-Emote, das habe ich hier schon weggemacht, bevor das überhaupt jemand mal hier benutzt hat, weil ich das schon woanders total furchtbar fand.
Oh. Das war jetzt aber ein bisschen knapp geworden. Das war wieder schlecht geflogen. Das habe ich eben schon schlecht gemacht. Oh Gott. So. Eben habe ich es einmal schlecht gemacht. Dieses Mal dreimal oder so. Ich würde nicht sagen, dass das für ganz Twitch so zutrifft. In manchen Streams passt das vielleicht super, aber hier so überhaupt nicht. Ja, aber Twitch muss ja auch nicht überall gleich sein, sonst bräuchte man ja nicht die ganzen Leute, die so da sind. Dann bräuchte man ja nur ein paar. Das war zu früh gedasht. Wo gehe ich denn hin? Oh. Irgendwo hin, aber nicht da, wo ich hin will. Also der Anfang hier von dem Kapitel läuft ja schon mal nicht ganz so. Dann guckst du nur die falschen Just Dance Streamer. Sagen wir, ich hab mir da schon sehr viel zu angeschaut. Also, schauen tue ich Sekiro auf jeden Fall gerne. Ich bin da auf Beckys Seite. Auf jeden Fall auch ein Gegenbeispiel von wegen, dass niemand tanzen kann, die Just Dance Stream. Oh, bin ich zu hoch genug? Ja.
Nee, angespielt habe ich es noch nie. Ich wüsste zumindest nicht, wo ich das hätte anspielen sollen können. Würden. Schöner Satz übrigens. Ich bin wieder darunter gedasht. Hör auf damit. Das ist eben schon mehrmals passiert. Dann mache ich das jetzt halt wieder so. Das kann ich ja offensichtlich noch nicht wieder. Nee, das habe ich nicht. Ich muss immer noch erstmal Dark Souls 3 und Bloodborne spielen. Da will ich jetzt nicht schon wieder ein From Software Game mehr auf meiner Liste haben. Was ich immer noch dann wahrscheinlich auch lange spielen will. Oh Gott, das war fast ein bisschen langsam. Ha? Warum war der da noch? Finde ich nicht in Ordnung. Meine Tastatur liegt wieder so. Was war das denn? Oh. Danke. Irgendwie war das kein Hyperdash da oder kein Wave Dash. Irgendwie war ich sehr langsam. Ich wollte gerade sagen, meine Tastatur liegt wieder ein bisschen weiter weg. Muss ich meine Arme wieder so weit nach vorne strecken, um meine Leertaste zu drücken. Oh. War ja doch noch ein Wallbound. Was sollte man verbieten? Ah, dann müsste ich ja jetzt hier aufhören. So, ob ich Spaß habe? Ja. Ich weiß, kann man kaum glauben, da ich speedrunne, dass ich Spaß habe. Nee, wenn man Spaß verbieten würde, dann wäre ich ja gar nicht mehr. Da kann ich mal durch die Lücke da jetzt richtig durch. Danke. Huch. Controller, hallo? Darf ich jetzt wieder? Nein. Ja, dann halt eben nicht. Ich mag das. Ich mag DualShock 4 Controller deswegen immer noch wieder weniger. Als ich sie eigentlich mag. Hey.
Ups. Was war das? Okay, der Name sagt mir gerade nichts. Verdammt, gib mir meinen anderen Dash auch wieder. Ah! Ich hätte jetzt auch einmal sterben sollen. Das wäre schneller gewesen, glaube ich. An WR muss ich bei Celeste ja eh nicht denken. Da bin ich ja eh doch sehr weit von entfernt. Es wäre auf jeden Fall in dem PB-Run auch schon nicht wirklich schön. Ja, ich lebe. Hallo Spider, schönen guten Abend. Muss ich aber gleich mal gucken, was das für Emotes sind, wenn ich hier fertig bin. Noch weit hätte ich von der Wand auch nicht weg sein können, aber hey. Nicht mal mehr Sub 10, der Summit. Passiert. Na, der Run jetzt war auch nur eine halbe Minute ungefähr langsamer als der eben, ne? Ja, fast eine halbe Minute. Aber wirklich viel schlechter war er auch nicht. Ich bin wieder auch nur unter 30 Mal gestorben. Auch immer noch voll in Ordnung. Wie gesagt, ich habe eigentlich Schlimmeres erwartet. Ja, das auch noch. War auch zwischendurch, da habe ich nur nichts dazu gesagt. Zwischendurch war es auch schon ganz kurz. Aber jetzt gerade hat er mal Lust gehabt, sich ganz zu disconnecten offensichtlich. Wo ist mein Browser? Da. Ich sehe die Hälfte davon nicht, weil Livesplit im Weg ist. Ah. Dann lass mich doch mal sehen, wie die Emotes aussehen. Ach, die. Die Emotes sind das. Ja doch, die kenne ich auf jeden Fall. Ich habe zu viele Tabs auf. Ich krieg den Tab nicht. Das ist zu furchtbar. Hey Jax, thanks for the good luck. Ich habe die Emotes eigentlich mit irgendeinem anderen Namen verbunden, aber dann halt nicht.
Ich sollte mich vielleicht auch mal wieder kurz muten, nachdem ich getrunken habe. Es ging um die Emotes. Jetzt hat er es schon wieder getan. Ah, ich hasse dieses Ding manchmal, ne? Warum muss der USB-Stecker von DualShock 4 Controllern immer noch Käse sein? Der ist über die 2 Monate auch nicht besser geworden. Der ist immer noch so. Hallo? Ich habe gerade gesehen, dass du geleuchtet hast. Ich hasse Technik. Ja. Jetzt leuchtest du wieder. Brav. Jetzt kann ich dich wieder benutzen. Sehr gut. So weit zurück wollte ich gar nicht. Hallo? Jetzt übertreib aber mal nicht. Das ist uncool. So war das jetzt auch nicht gedacht, dass das wieder so schnell anfängt. Ja, ich hab dich schon vor 20 Sekunden ausgesteckt, du Pappnase. Endlich kam das Geräusch mal. Darf ich ihn gerade schon fast gar nicht bewegen? Macht er direkt wieder. Ich habe halt nichts verändert. Und jetzt, ah! Kann ich einen PS4-Controller haben, der so einen vernünftigen Stecker hat wie die Xbox-Controller? Das wäre sehr nett. Das fände ich sehr nett. Weil die Stecker, da hatte ich nie Probleme mit. Nur ein PS4-Controller liegt halt einfach viel besser in der Hand. Für mich auf jeden Fall. Ah, ich darf ihn wieder bewegen und es passiert nichts. Sehr gut. Er benimmt sich wieder. Hoffentlich auch lange genug. Aber was wegen dem Ton sein könnte, was mir gerade noch einfällt, ist, dass ich die Bitrate für den Ton anders eingestellt habe, seitdem ich dann nochmal alles neu aufgesetzt habe in OBS. Dass ich das jetzt anders eingestellt habe, als es vorher gewesen ist. Das könnte theoretisch sein, dass es dadurch ein kleines bisschen besser klingt. Weil ich keine Ahnung mehr habe, was ich damals da eingestellt habe. Könnte ich nach dem Stream auch mal nachgucken. Ich müsste den ganzen alten Satz an Einstellungen ja auch noch haben. Ja, runterstellen wollte ich es dann eh nicht wieder. Ich nur mal nachgucken, wie es vorher gewesen ist. Gerade die Bitrate für den Ton, die habe ich bestimmt Jahre nicht umgestellt. Wo ich dann in der Zeit, wo ich nicht da war, dann, bevor ich jetzt wieder angefangen habe, alles umgestellt habe, ist das bestimmt auch jetzt ein bisschen höher ausgefallen. Damit auch die Bitrate, mit der ich allgemein streame, ist ja jetzt ein bisschen höher. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann darüber mal geredet habe. Das ist die einzige gute Sache, dass damals der Router kaputt gegangen ist und wir uns darum kümmern mussten, dass wir neuen brauchten.
Haben die uns noch ein Treueangebot gemacht? Wir zahlen genauso viel, aber Download und Upload ist doppelt so hoch, als es vorher so gewesen ist. Vielen Dank für den Sub, Spider. Der dritte Monat ist das jetzt schon. Vielen, vielen Dank dafür. Und den Bot einfach immer noch ignorieren. Der weiß nicht, was er tut. Ja, die letzten Mal, als ich davor gestreamt habe, habe ich ja schon erstens nicht in 720p gestreamt, weil es ja oft gewesen ist, dass wenn ich mit einer Bitrate von 3000 gestreamt habe, dass ich ja dann öfters schon mal Framedrops hatte. Und jetzt geht's gerade mit 5000 ohne Problem. Ich könnte auch wahrscheinlich noch mehr. Nö, der Bot lebt noch, nur der... Irgendwo habe ich da was falsch gemacht, dass er die Sachen nicht ersetzt. Da kannst du nichts für. Es ist schon, glaube ich, das... Ja, das dritte Mal, was mache ich denn da? Schon der dritte Sub jetzt, bei dem das so gewesen ist, von dreien. Ja. Ich muss dann halt nach dem Streamer gucken, was ich da wieder für einen Unsinn gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich die Sachen, die ersetzt werden sollen, einfach nur nicht in Dollarzeichen da eingerahmt, sondern irgendein anderes Zeichen benutzt. Und das habe ich dann, bis ich die Nachrichten dafür fertig gemacht habe, schon wieder vergessen und was anderes gemacht. Deswegen steht das da jetzt so. Naja, passiert halt, ne? Ich muss ja weiterhin professionell bleiben, so wie damals. Und das passt dann sehr gut dazu. Okay, klettern wir halt oben drüber, weil ich nicht drunter hergeflogen bin. Oh. Schon gerade nach links, danke. In dem Raum hier am Anfang stelle ich mich auch jetzt schon mehrmals heute doof an. Auch eigentlich so ein Raum, der nicht schwer ist, aber hey. Hallo Kato, schönen guten Abend.
Also entweder nicht lange genug oder zu lange Mittagsschlaf gemacht war. Hallo Terrorkeks, schönen guten Abend. Das war jetzt aber ein bisschen knapp. Die hätte ich auch noch gerne. Sehr gut. Den brauche ich aber. Ich hasse diesen Controller gerade schon wieder so sehr, ne? Heute mag der mich auch wieder gar nicht. Ja, haben wir es jetzt gleich. Hä? Ja, ich habe dich jetzt schon mehr als das ausgesteckt. Hör auf damit. Jetzt muss ich auch... Ah nee, ist schon passiert. Haha, die Cutscene ist doch schon noch. Oh mein Gott. Das ist jetzt gerade meine eigene Schuld, so. Was ein Unsinn. Ah. Ist halt wieder genauso random wie sonst auch oft genug gewesen. Das ist ja auch noch die Sache. Geh mal weg, Flasche. Ich habe keine Ahnung dazu. Ich habe das nur mitbekommen, wie es damals gewesen ist bei ein paar Streamern und ja. Selber gespielt habe ich es nie. Ich habe zwar auch gehört, dass es wohl besser geworden sein soll, aber ja, gesehen habe ich dazu nie was. Ups.
Schon da ganz hoch, genau. Eigentlich sollten da gerade schon beide Dashes nach oben rechts gehen, aber hey, dann halt nicht. Ah, das ist nicht gut. Okay. Ich wollte eigentlich auf dem Block landen und nicht an der Seite, aber ey. Hing ich doch ein bisschen tiefer an der Wand als gedacht. Hat mich für einen kurzen Moment verwirrt, dass ich an der Seite von dem Block gehangen habe. Ja, ich bin dann irgendwann gegangen, weil das genervt hat. Ja. Ich fand das furchtbar. Das war während dem Silent Hill Run von ESA TwitchCon bei dem deutschen Restream halt. Da waren wirklich, waren bestimmt mindestens 90% der Nachrichten hatten irgendeinen doch sehr schlechten Joke irgendwann, der mit RNG zu tun hat, gehabt, weil mit meinem nur noch alles RNG war und... Oh. Hatte das halt nicht geholfen, dass die Kommentatoren, die dafür kommentiert haben, halt nicht so viel Ahnung von dem Spiel hatten, ne? Dann dir noch einen schönen Abend, Marc. Bis dann. Hey! Nein! Oh Gott! Okay. Ich musste gerade erst ein bisschen denken, wie ich das machen musste, aber... Ja, hat ja noch geklappt. Oh. Kein First Try Double Bubble Skip. Celeste ist allgemein ein sehr schönes Spiel. Auch nicht nur der Speedrun, sondern auch wirklich das Spiel an sich. Alles davon. Und der Speedrun ist halt auch echt toll.
Also vom Spiel selber haben die nicht so einen Namen, nicht wirklich einen Namen, aber wir nennen die Seeker. Ja, wir waren eben kurze Zeit einer. Haben wir so gesehen gelernt, was die so können. Jetzt müssen wir halt von denen weg. Versuchen uns halt zu töten. Das ist gar nicht gut. Oh, das ist okay. Ich habe schon wieder die Sprungfeder erwischt. Geh doch weg. Okay. Ich glaube, Seeker kann man da doch schneller aussprechen. Und dein Vorschlag für den Namen, der ist auch eher so, naja. Okay. Machen wir das nochmal. Ich bin zu früh auf ihn raufgesprungen. Hat er den Block nicht mehr kaputt gemacht. Ich wollte Theo eigentlich nicht in dem Raum noch fangen. Oh, wir sind halt zu schnell, ne? Wir brauchen eh keine Mutzusprüche. Das war auch ein Goldsplit. Und vorhin hatten wir auch schon mal einen. Für nächstes Mal brauche ich auch den Sound dafür wieder, sonst fällt das ja überhaupt nicht auf. Weil man schon so daran gewohnt ist, dass dann da ein kommt. Ach, guck mal, das hätte ja passen. Mein Controller hat wieder aufgehört. Na, immerhin jetzt. Okay. Benimm dich. Ja, dafür, dass ich ja lange nicht gespielt habe. Sieht das halt nicht schlecht aus, ne? Natürlich. Machen ja nichts Besonderes, sind halt einfach nur andere Controller, ne? Solange du halt keine Makros oder so benutzt, ist das vollkommen in Ordnung. Naja, das ist halt schon nicht drin, nee.
Schon eigentlich noch das kleine Ding da was hochgeguckt hat, darauf dashen, aber dann halt nicht. Sind wir halt kurz hängen geblieben. Wie oft ich das schon durchgespielt habe? Ein paar Mal. Mal öfter. Ich habe es ja auch schon für über 260 Stunden gestreamt, also so ein paar Mal, so ein bisschen habe ich das Spiel schon gespielt. Auch wenn es am Anfang sehr viel goldene Erdbeeren sammeln war. Naja, Steam sagt auch sowieso, dass ich in Celeste über 600 Stunden habe, also von daher. Ich weiß eh nicht, wo die alle herkommen. Außer, dass ich halt öfter mal vergesse, Celeste zuzumachen nach einem Stream oder so, oder wenn ich irgendwas ausprobiert habe für den Tracker und so. Dann lief das Spiel auch öfter mal einfach so ein paar Stunden und ich habe es einfach vergessen. Jetzt bin ich mal auf der Säule gelandet und bin dann nicht gesprungen. Oh, wo war mein Dash? Ups. Ups. So sieht das doch schon besser aus. Der sollte nicht runtergehen. Zumindest nicht gerade runter. Die Feder hätte ich gerne. Oh, das ist nicht gut. Das ist... Der Plan, dann so weit nach unten zu fliegen, dass ich sterbe, war auch nicht viel besser. So weit runter wollte ich eigentlich nicht fliegen. Ich wollte nur einen größeren Bogen nehmen, damit ich den Laser nicht erwische. Aber hey, der Bogen war zu groß. Ist auch immer schön, wenn der Controller sich disconnectet, dass Steam dann den letzten Input erstmal noch ein bisschen hält, ne? Bis es dann auch mal gemerkt hat, dass der Controller ganz weg ist. Stehe ich jetzt hier unten im Wasser. Sehr gut.
Bis dann, Alex. Bis später. Moment. Ja, ja, das war jetzt Absicht. Sei ruhig. Nee, das ist einfach nur, weil von einem DualShock 4 Controller die Stecker einfach Käse sind. Ups. Es, oft genug funktioniert das auch lange genug, besonders bei anderen Spielen auch irgendwie. Es ist bei Celeste fällt das so am meisten auf, dass das passiert. Ist halt auch immer die Sache, wenn ich dann halt mit irgendwas rumteste, dann funktioniert es meistens auch erstmal wieder lange genug. Und mit Mal ist es dann halt wieder so random, dass das passiert. Manchmal geht es dann stundenlang oder halt auch über mehrere Wochen oder so, dass ich damit keine Probleme hatte. Und mit Mal dann wieder, oh ja, jetzt heute ist mal wieder... Ja, das ist nicht so... Dann bräuchte ich erstmal einen, ne? Ich sollte das wirklich nicht mehr ausprobieren. Das kann ich ja offensichtlich nicht mehr. Ich sollte da einfach durchdashen, auch wenn es ein ganz, ganz klein bisschen langsam ist. Aber wenn ich sterbe, hilft das ja auch nicht. Ich glaube, PS4-Controller benutzen ja einfach ganz normales Bluetooth, oder nicht? Einfach mal einmal von der Wand abgesprungen, anstatt hochzuklettern. Was mache ich denn da? Ich weiß doch nicht, wie der Raum geht, wenn ich gestorben bin. Komme ich halt nochmal neu rein. So.
Normalerweise sollte ich da auch nicht sterben, weil der Raum, wo ich eben gestorben bin, wo ich Probleme dann hatte, den kann ich halt eigentlich. Es ist schon wieder passiert. Ich war wieder so langsam und der Sprung war auch wieder so spät. Bin ich auch schon wieder so lange an der Plattform dran vorbeigefallen. Ja, man könnte auch sagen, wenn ich das Spiel schon so lange gespielt habe, sollte ich auch wissen, wie ich in einem Raum klarkomme, wenn ich darin sterbe, ne? Aber das habe ich ja gerade offensichtlich nicht. War nicht. Ich war irgendwie sehr langsam. Schon besser. Ja, ich sag das natürlich schon immer im Vergleich zu dem, was ich sonst so mache und nicht allgemein, ne? Das hat ja nichts mit Angeben zu tun. Das ist ja nur mit in Perspektive rücken, weil du die ganzen Sachen ja dauernd auseinander, aus dem Kontext reißt. Das ist alles. Jetzt mache ich schon wieder nicht richtig. Ah, wo war mein Dash schon wieder? Na, geht doch. Das ist ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, dass irgendwas schlecht gelaufen ist in einem Teil von einem Run jetzt oder vielleicht sogar der ganze Run. Dadurch sage ich ja dann auch nicht, dass andere Leute, die noch langsamer sind, normalerweise total scheiße sind, sondern das meine ich ja wirklich nur im Vergleich zu dem, was ich sonst mache, ne? Muss man das ja auch immer darauf beziehen, dass ich das halt wirklich oder halt... Es ist wahrscheinlich für so gut wie jeden Runner so, wenn er sowas sagt, dass er das halt im Vergleich zu seinen eigenen Sachen meint und nicht zu allen möglichen anderen Leuten.
Aber wenn du sowas schreibst, dann musst du auch mit solchen Antworten rechnen. Ja, also Speedrun ist jetzt... ist halt wirklich keine Magie. Das ist halt nur viel üben, ne? Muss man halt ein Spiel finden, was man halt wirklich auf so eine Art immer und immer wieder spielen will, ne? Ich wollte sagen, die Flagge hätte ich doch gerade mal gerne. Der Anfang von dem Dash sah schon nicht so schön. Naja, das ist ja schon noch was anderes, ne? Ich würde sagen, wenn du ein Spiel hast, was dir sehr, sehr viel mehr Spaß macht, dann ist die Motivation dafür doch um einiges höher als dann sowas wie Hausaufgaben. Genau, und das ist auch noch ein Punkt. Für das Spiel, da ist ja dann auch mehr die Interesse da und du machst das ja von dir aus und nicht, weil dir jemand sagt, du musst das jetzt machen, ne? Wie es für Hausaufgaben dann der Fall wäre. Jetzt habe ich gar nicht richtig auf den Timer geguckt. Ich habe einfach auf die Taste gedrückt. Ah ja. Ja, dann war ein bisschen schlechter, aber ja, ja, waren ja auch mehr Controller-Probleme gerade drin, ne? Also zählt das nicht. 42 Mal gestorben. Hallo Becky, schönen guten... Ach, nicht Becky, Mariechen. Ah, warum... Mit Becky rede ich doch schon die ganze Zeit auch. Hallo Mariechen, schönen guten Abend. Hi Becky. Habe ich dir schon Hallo gesagt? Wenn nicht, hallo Becky. Hallo Zylo. Ohne Ton, dann wünsch ihm mal ein Hallo von mir ohne Ton zurück. Weil du ja dann reden musst, dann ist da ja indirekt Ton. Wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Dann versuchen wir das doch jetzt nochmal und dann gucken wir mal, ob der Controller sich dieses Mal auch wieder durchgehend benimmt. Ja, 34.04.029. Das ist richtig. Ich hab das, ich sehe meinen Stream selber noch. Ich hab das schon gesehen. Und ich hab ja auch gerade in das Dingens geguckt. Hier ist ja auch. Kann ich ja auch reingucken. Auch wenn das mein Casual Save File ist. Hab ich gerade schon hier nochmal gesehen und in meinem Stream selbst auch. Die Zeiten sind halt alles viel höher. Naja. Das Safe-File hat dann ja bald auch irgendwann mal wieder... wird dann auch mal irgendwann wieder gebraucht, bald, wenn das neue Kapitel rauskommt. Werde ich das auf jeden Fall schon benutzen dafür. Naja, aber jetzt sind ja doch eher noch Speedruns. Kann ich auch. Ja, bald haben wir Kapitel 9. Heute Abend wird noch irgendwas für Add in Time angekündigt. Jetzt, vorhin habe ich noch mitbekommen, für Lightfall anscheinend auch noch irgendwas. Ist vielleicht auch noch mal was Neues, was man sich angucken kann. Ist gerade schon wieder so viel los für Spiele, die mich interessieren oder ich auch schon mal gespielt habe. Was denkst du denn, Freestyle? Was denkst du denn, ob ich das mache oder nicht? Ich glaube, ich muss die Frage nicht unbedingt beantworten. Ich glaube, die Antwort ist klar.
Ja, alle Spiele, die ich schon gespielt habe. Passiert so viel Neues. Oh Gott, was mache ich denn hier? Ich sollte nicht 7 Sekunden in dem ersten Raum sein. Ja, wenn es da Kram zum Einsammeln gibt, dann werde ich das aber hier sofort wieder machen. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel hier, was man als Lieblingsspiel haben kann, ne? Ich bin gerade echt schlecht. Wo kommt auf das Level drauf? Wenn das schon so auf dem höheren Schwierigkeitsgrad sein wird, so wie es heißt, dann könnte das auch mehr dauern. Wir wissen ja noch, wie lange ich für 7B gebraucht habe. Das waren auch mehr als 3 Streams. Ich mache mal aber nochmal. Das gefällt mir nicht. Der Anfang ist doof. Es ist ja auch so gedacht, dass das Level erst freigeschaltet wird, wenn man 8C geschafft hat, also halt wirklich das letzte Level, was man sonst so freischalten würde. Also es ist schon so gedacht, dass das dann so eher in der Schwierigkeitsregion angesiedelt sein wird. Ich glaube, dann wird Liam es aber nicht lange spielen hier, glaube ich. Ich glaube, wenn die Devs von Celeste sagen, dass das sehr schwierig, also halt in dem Bereich so ist vom Schwierigkeitsgrad, dann wird das wohl auch schon so sein. Ich glaube, das ist in dem Fall nicht einfach nur erzählt. Wir sehen ja, was das Spiel so zu bieten hat. Na, das war doch schon besser. Es war ja sogar ganz knapp an meiner ILPB vorbei. Also ja, ich würde sagen, der Anfang war jetzt besser. Oh, es war zu früh.
Zum Glück tötet mich zu früh nicht, sondern nur zu spät. Zu früh ist einfach nur langsam. Oh. Weißt du Bescheid, soll Skorpion halt kein Alkohol geben. Hey, ich hab das hier mal wieder richtig gemacht. Sehr gut. Bin mal nicht wieder unten unter dem Block hängen geblieben. Weiß eh nicht, warum man sowas ausprobieren muss, wie Tiere auf Alkohol reagieren. Hat dort eigentlich niemand was von. War ja eben schon wieder ein Goldschmied mit drin. Wie passiert das denn heute? Die Rusten musste ich offensichtlich nicht. Ich muss nur ein bisschen Staub abklopfen, wa? Mehr ist das, so wie das aussieht, ist das ja schon nicht wirklich mehr als nur Staub abklopfen. Fliegen wir nicht unter dem Dust Bunny drunter her. Hallo Mauli aus dem Lurk. Schönen guten Abend. Wofür müssen denn Klamotten gepackt werden? Urlaub oder was anderes? Bin ich richtig auf dem Ding drauf gelandet? Habe ich meinen Dash nicht wiederbekommen? Ah, Umzug. Also eigentlich wollte ich von der Wand schon noch abspringen, ne? Nicht so. Sondern richtig, ah. Das ist ja dann zum Glück gar nicht so weit, wa? Das klingt doch sehr angenehm. Warten wir kurz. Wirklich viel Auswahl hatte ich da ja gerade eh nicht.
Selbst wenn dann immer noch kein Aufzug da wäre, wäre es ja schon angenehmer, weil es ein Stock weniger ist, den du immer hoch müsstest, nicht wahr? Irgendwie bin ich einmal weniger gesprungen, als ich wollte, und dann war ich nicht hoch genug. Okay. Das ist auch sehr interessant. Das kann man natürlich auch machen, ja. Es war gerade ein bisschen knapp. Na, ist ja am Ende noch gut ausgegangen. Oshiro ist ja doch zum Glück einfach nur über meinen Kopf hergeflogen und nicht durch mich durch. Man muss halt erstmal nur was finden, damit man dann plötzlich doch mehr davon haben will, ne? Mit einem Spiel fängt es an. Okay, zurück zum Anfang. Sehr gut. Das war jetzt auch voll schlecht. Der Raum wollte nicht. Okay. Irgendwie war mir gerade da offensichtlich nach, die Sprungfeder zu benutzen, warum auch immer. Als ich dann draufgesprungen habe, ist mir eingefallen, das mache ich gar nicht so. War ein bisschen spät, aber hey. War zum Glück nicht so schlimm.
Hat nur ein ganz kleines bisschen Zeit gekostet. Also nichts, nichts Tragisches. Okay, doch, hat doch noch geklappt. Ich wollte sagen, das ist nicht wirklich gut gewesen, dass ich da einmal zwischengelandet bin, aber irgendwie ist es doch noch gut gegangen. Dafür hat der Double Bubble Skip jetzt nicht so gut geklappt. Er wollte nicht. Zumindest nicht direkt. Aber das war zu früh. Da nochmal landen wollte ich eigentlich nicht, aber hey. Passiert. Besser als in die Stacheln zu fliegen. Oder hier sind es ja eher Tentakeln als Stacheln. Haben dieselbe Hitbox, also sind Stacheln. Ja, der Raum lief doch jetzt auch viel besser. Als eben. Ich bin irgendwie nicht auf dem Ding da drauf gelandet. Das war ein bisschen unpraktisch. Das war auch nicht richtig. Improvisieren wir halt wieder ein bisschen, wa? Okay. Ich hab den Dashblock nicht erwischt. Okay, springen wir doch auf ihn drauf. Das war zwar jetzt nicht unbedingt nötig, aber hey.
Also, im Großen und Ganzen war der Tempel voll gut. Und offensichtlich war da auch wieder ein Goldsplitter dazwischen. Sehr gut. Sag ich nicht nein. Wieder aus Versehen schräg hochgedasht. Zum Glück ist das in den meisten Fällen nicht so schlimm. Besser als schräg nach unten zu dashen. Das ist dann doch häufiger eher so tot. Und schräg nach oben ist dann eher so langsam einfach nur hoch. Das war auch langsam. Das war zu. Ich bin da schön über den Block drüber gerutscht. Oh, pff. Mach das doch nicht. Wie habe ich das geschafft, den Bumper zu erwischen? Gott. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Habe ich gerade kurz ein bisschen rausgebracht. Dass ich das überhaupt überlebt habe, ist ein Wunder. Ja, der sollte auch nach oben gehen. Thank you.
Verdammt. Ich würde sagen, das ist relativ unwahrscheinlich. Wobei dieser Run, wenn ich jetzt Summit gut mache, hätte noch die Chance dafür sogar tatsächlich. Glaube ich. Muss gleich auf meine Splits gucken, dann weiß ich. Ja, doch. Theoretisch wird das jetzt noch gehen. Ich darf zu meiner Sum of Best halt nur eine halbe Minute höchstens verlieren. Was nicht so einfach ist. Würde ich jetzt mal sagen. Naja, wir werden sehen, was passiert. Ah, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Ecke richtig erwischt habe. Besser einfach nochmal fallen lassen, anstatt möglicherweise noch zu sterben. Okay, hoch genug. War doch gerade sehr nah am Boden. Das war knapp. Fast ein bisschen langsam.
Das war auch sehr früh. Hallo Fischer, schönen guten Abend. Lass das. Ich wollte schon so wie immer direkt eigentlich auf den Block drauf dashen, aber hey. Der Block wollte nicht. Was war das denn? Okay. Noch gerettet. Der erste Dash einfach mal oben direkt einfach gegen die Wand anstatt darunter her. War nicht so gut. Aber ist ja nochmal alles gut gegangen. Das habe ich, glaube ich, in diesem Run sehr oft gesagt. Dass das gerade noch gut gegangen ist. Da hat mein erster Dash gefehlt. Aber jetzt zum Glück direkt an der Flagge. Skippen wir Flagge 10. Okay, mache ich sonst eigentlich nicht.
Es ist tatsächlich, von dir ist es keine Sekunde, aber es ist wie. Sehr gut. Wow. Okay. Kann man ja mal machen. Das war doch so ein bisschen unerwartet, ne? Ja. Warum denn auch nicht? Sehr schön. Hey, Comet. Yeah, Big PB. Definitely. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass das heute passieren wird. So überhaupt nicht. Ich habe ja schon nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt auf so einem Level heute spielen werde. Es ging ja schon direkt recht gut los, ne? Hey, given that I almost haven't played for around 2 months, I would say it's still really nice to get a PB, even though it's not even a second. I don't care. It's still awesome. Ich freue mich gerade schon so ein bisschen, dass das doch so gut gelaufen ist heute. Ey, guck mal, in dem Run hat der Controller auch wieder überhaupt keine Probleme gemacht, ne? Ich sag ja, es ist halt seltsam mit dem Ding. Finde ich gut. Credits habe ich mir auch schon lange nicht mehr ganz angeguckt. Sind immer noch voll toll. Tode nur. Ja. Ja. Finde ich auch okay. Das einzige, wobei ich vergleiche eigentlich eh nie gegen meine PB-Splits, ansonsten hätte ich ja jetzt am Ende wieder. Am Ende halt wieder so einen guten Summit. So ein gutes Summit am Ende, ne? Aber ich vergleiche ja eh nicht dagegen, also ist das egal. Ich bin nur 4-mal im Summit gestorben. Das ist wenig. Das ist wenig. I would say not dying twice for double bubble skip would have saved enough time to get a sub 30 run 36 too. I would say that would have helped too. I think it was in this run. I'm not sure right now. Ich würde doch sagen, war dann jetzt ein schönes Ende für heute, ne? Warum funktioniert das nicht? So.
muss ich das ja jetzt wieder hochladen und als PB submitten, nicht wahr? Geht ja mal gar nicht. Nee, wirklich viel Aufwand ist das ja jetzt auch nicht. Da hau ich einfach jetzt eine PB raus. Ist ja wohl... Doch, für heute wäre ich fertig. Ich will mir ja gleich auch noch die Ankündigung dafür den Ahead in Time-Kram anschauen. Und das fängt ja in knapp 10 Minuten an. Deswegen passt das auch so ganz gut. In 3 Stunden passen halt so gut 4 Runs rein. dass das halt wieder aufgegangen ist. Keine Sorge, ich will ja jetzt auch nicht so lange wegbleiben. Morgen Abend bin ich ja auch so gesehen schon wieder da. Zwar nicht hier, sondern bei Zeit. Oder machen wir dann auch endlich mit I Wanna Be The Co-op weiter. Und dann will ich ja auch nicht so lange damit warten, dass ich hier dann wieder da bin, ne? Also so lange werde ich jetzt auch nicht weg sein. Keine Sorge. Ich weiß zwar noch nicht genau, wann ich das nächste Mal streame, aber lange warten will ich damit halt auch nicht. Das muss ich jetzt nicht mehr bewegen. Ich bleib jetzt rausgeklickt. Aber das war doch mal wieder sehr schön. Ich hatte doch auch mal wieder Spaß daran. Und es ist alles besser gelaufen, als ich erwartet habe. Kann ich mich doch jetzt nicht beklagen. Aber dann würde ich euch wohl allen jetzt dann erstmal noch einen wunderschönen Abend wünschen. Später euch dann irgendwann eine gute Nacht und wenn ihr dann schon wollt, bis morgen bei Zylo. Bis dann und tschüss.